And he said that the spies spent 40 days, weil die Spione 40 Tage gebraucht haben, every year will represent one day. Sollte jeder Tag ein Jahr repräsentieren. But we see Jesus Christ in the desert, he spent there 40 days. Wir können sehen, wie Jesus in der Wüste 40 Tage verbrachte. In the Old Testament was written in Hebrew for a long time. Das Alte Testament war über eine lange Zeit geschrieben und in der Sprache Hebräisch. Which is 1500 to 400 BC. Im Zeitraum von 1500 bis 400 vor Christus. But the New Testament was written in Greek over a short time, between 40 and 95. Aber das Neue Testament war in Griechisch geschrieben worden, innerhalb einer sehr kurzen Zeit, zwischen 40 und 95 nach Christi. The Old Testament made prophecies about Jesus. Das Alte Testament machte Prophezeiungen über Jesus. The New Testament, und das Neue Testament, fulfills the Old Testament prophecies about Christ. Erfüllt die Prophezeiung über Jesus, die im Alten Testament gesagt wurden. In the Old Testament, im Alten Testament, the Jews are circumcised physically. Wurden die Juden körperlich, also beschnitten. In the New Testament, im Neuen Testament, Christians circumcised spiritually. Sind Christen geistlich beschnitten? That is circumcision of the heart. Das ist eine Beschneidung am Herzen. And they are baptized physically. Und körperlich getauft. Then we see that the Old Testament is a very large book. Wir können sehen, dass das Alte Testament ein sehr dickes Buch ist. Actually, there are two sides of the whole Bible. Also zwei Drittel der Bibel sind im Alten Testament. The New Testament is a small book. Und das Neue Testament ist ein schmales Buch. In the Old Testament, the mystery is hidden. Im Alten Testament ist das Geheimnis versteckt. Hidden in the types. Es ist versteckt in den Zeilen. Shadows. Und in den Schatten. Figures. In Figuren. But the New Testament, it's the mystery is revealed. Aber im Neuen Testament ist das Geheimnis offenbart worden. So, but in both Testament we see that miraculous intervention from above. In beiden Testamenten sehen wir übernatürliches Eingreifen. And indeed, it's God who inspired the two testaments. Und Gott ist es, der beide Testamente inspiriert hat. Please, if you want to see what I've been talking, it's placed there. Wenn ihr sehen wollt, wovon ich gerade gesprochen habe, ihr könnt es dort an dem gelben Plakat sehen. So, we thank God for the New Testament. Also wir können Gott dankbar sein für das Neue Testament. When we see that the Old Testament could not really save anybody. Wenn wir sehen konnten, dass das Alte Testament keinen retten konnte. From the time man sinned. Von der Zeit an, also von dem Moment an, wo der Mensch gesündigt hat, there was no way. Da gab es keinen Weg. No way. Kein Weg. To save man. Um den Menschen zu retten. The first thing that God did. Das erste Ding, das Gott tat, was to give laws. War Gesetze zu geben. And the Bible says, where the law. Und die Bibel sagt, wo das Gesetz ist. Was given. Oder wo das Gesetz gegeben wurde. Sin increased even the more. Wurde die Sünde noch größer. And therefore, that's why the Bible says the power of the law. Und das ist der Grund, warum die Kraft des Gesetzes is
No. The power of sin. Nochmal, dass die Kraft der Sünde is the law. Durch das Gesetz ist. Not because the law is unrighteous. Nicht weil das Gesetz ungerecht ist. But because of the sinful man. Sondern aufgrund des sündigen Menschen. So when you multiply the laws like we saw. Also wenn du die Gesetze erfüllen möchtest. Then you multiply even more breaking of the law. Dann passiert es dir, dass du noch öfter das Gesetz brichst. And breaking more laws. Und mehr Gesetze zu brechen. Increase the number of punishments. erweiterte und ließ die Zahl der Bestrafungen steigen. That meant that man was sinking into as the more he sank into the law. Und je mehr der Mensch in das Gesetz versunken ist, the more he was multiplying the punishment for himself. Umso mehr multiplizierte er die Bestrafung für sich selbst. And the more he would become weaker. Und umso boshafter wurde er. But we thank God. Aber wir danken Gott. We are very grateful. Und wir sind Gott sehr dankbar. For Jesus Christ. Für Jesus Christus. Who took away. Der hinweggenommen hat the sins. Die Sünden. And we don't have any condemnation. Und dass wir keine Verdammnis haben. And he gave us the Holy Spirit. Und dass er uns den Heiligen Geist uns fähig gemacht hat, him. Ihm zu folgen. God bless you. Gott segne dich.